Woche 34. Innere Führung, Leitung des Gewissens. Es wird etwas geschehen, das man selber nicht mehr zu kontrollieren vermag. Für das kleine Ich ist dies eine Schreckensvorstellung. Doch für die wache Seele ist es eine glückselige Wahrnehmung. Es ist die glückselige Haltung, sich konstant von einem Moment zum nächsten ständig überraschen zu lassen. Wenn wirklich Liebe alles durchdringt und herrscht, wofür braucht man dann noch das Konzept von Kontrolle? Der Wunsch, Dinge in Kontrolle zu haben, ist der gelebte Nichtglaube, dass die Instanz Krishnas alles liebevoll lenkt. In diesem Unglauben bleibt einem halt noch der kleinliche Versuch übrig, den Fluss der Willkür eigenmächtig einigermaßen zum eigenen Vorteil hinzudrehen, durch Kontrolle. Deshalb ist diese Haltung, kontrollieren zu wollen, die direkte Manifestation des Unglaubens. Die auf Kontrolle gerichtete Aufmerksamkeit vermag die latent existierende Führung nicht mehr zu erkennen. Sie geht einher mit der Ahnung der tiefsten Freiheit. Wenn zu viel Betonung auf äußeren Gehorsam gelegt wird, sollte man skeptisch werden. Adams Sünde war bezeichnenderweise nicht Naschsucht, sondern Ungehorsam. Zwei Söhne des Ödipus sind im Krieg gegen Theben gefallen. Eteokles für die Stadt Polyneikes auf Seiten der Rebellen. Den einen bestattet man in allen Ehren, der andere wird vors Tor geworfen, grablos, unbeweint, zum süßen Fund den Vögeln. Wer ihn auf eigene Faust beerdigt, soll gesteinigt werden. Antigone, die Schwester, missachtet das Verbot. Sie wird erwischt und von König Kreon zur Rede gestellt. Hast du den Heroldsruf gehört, der dies verbot? Natürlich, was denn sonst? Man rief's ja laut genug. Und trotzdem brachst du schamlos das Gesetz? Es war ja nicht Zeus, der den Heroldsruf gesandt. Wir sind zum göttlichen Ruf aufgerufen. Interessant wird's, was oft der Fall ist, wenn dieser Widerspruch zum menschlichen Gesetz und entgegen dem gewohnten Lebenslauf an uns dringt. Ohne diese Stimme des innersten Gewissens auch Folge zu leisten, vermag man nicht integrer zu leben. Für Antigone galt, lieber sterben als mit schmutzigen Händen leben.